Erneut versuchen. Ich versuche mal mit allen abzuhauen. Oder was? Oder soll ich auf die losgehen? Weil er kann auch abhauen. Frage ist nur, bin ich bereit, dieses Risiko einzugehen oder nicht? Können natürlich aber auch mit allen abhauen. Wer weiß, wie viele überleben. Ich meine, komm, versuchen wir es mal. Wenn ich Glück habe, überleben genug Leute. Sammelt sich ja erstmal 300 Jahre da oben. Okay, der kann leider die Runde jetzt nicht abhauen. Ich will eigentlich nur, dass die Stufe 3 und Stufe 4 Einheiten überleben. Alles drunter kann sterben und die eine Heldin. Die sind schon auf Stufe 13. Ich meine, ich kann sie wiederbeleben, aber ich glaube, dann muss ich die erstmal töten. Kämpfen jetzt gegeneinander? Ich bin ein bisschen verwirrt. Ja, komm mal schneller. Okay, er konnte ab. Sind alle gestorben, die nicht hätte sterben sollen. Na komm, schließen. Okay, Münzamt kann ich bauen. Das
Das sind diesmal zu viele gestorben. Sie. Ah, der hat jetzt die Überreste von ihr. Ja, geh weiter auf hier. Zugehen. Erkunden. Als Kriegsbock sich dem Turm der Spukhallen nähert, hört er das geschäftige Schlagen von Spitzhacken, das von den Mauern zurückgeworfen wird. Im Inneren ist eine Bande von Grabräubern am Werk. Doch bevor Brogdor etwas unternehmen kann, schreit einer der Grabräuber von Entsetzen auf, als ein Skeletthand seine Arme angreift. Die Grabräuber fliehen und überlassen es Brogdor und seiner Armee mit den Schnitter und andere Schreckensgestalten, die sie aus den Gräbern um sie herum erhebt, fertig zu werden. Die Grabräuber haben die Toten erweckt und Brogdor ist in der Schlamassel mitten hineingeradet. Okay, warte, ich hab doch hier eine. Wollte ich gerade sagen. Ich mach das nächste Runde. Weil dann kann ich nämlich die Stufe 3 Einheit zu dem hinzufügen. Okay, warte, das ist hierhin zurückgekehrt. Erkunden, automatischer Kampf. Geschafft. Schließen. Okay. Einberufung, Gold. Einberufung. Definitiv Einberufung. Okay, hier. Nimm den Grab. Berserker, sehr gut. Der auf Stufe 1, den muss ich rausschmeißen. Noch ein Berserker ist auf 4. Und zwei davon. Und er ist natürlich eine Stufe aufgestiegen. Das bedeutet, das hier.
Okay, Berserker. Hier. Bald kann ich auch das mit der Stufe 4 machen. Bescheidene Herkunft. Mein Kriegsfürst, erinnert ihr euch? Die Worte des jungen Schreibers schrecken dich auf, während du dich an dein altes Leben erinnerst. Seine simple Frage lässt deine Gedanken in einfachen Zeiten zurückkehren. Damals, als du noch sterblich warst, bescheidene Träume hattest und banale Ziele verfolgt hast. Um aufzusteigen, musst du viele weltliche Bindungen opfern. Opfer, die dich veranlassten, nicht mehr zurückzublicken. Die dich dazu brachten, zu vergessen. Dir bleibt nur vage Erinnerung an das, was du zuvor warst. Mein Kriegsfürst. Eure Saga muss dazu berichten, wer ihr von eurem Dasein als Gordier wart. Was kannst du zu dem Schreiber erzählen? Bevölkerung? Einberufung? Ein Kriegsschamane? Nein. Sowas von nein. Ich habe meinen Stamm angestachelt, die angreifenden Zaubererkönige zu überfallen. Okay, noch ein Berserker. Ben. Automatischer Kampf. Schließen. Okay, kämpfen wir. Ungefährlich. Einer von denen ist gestorben. Okay. Ja, die Stufe 1 Einheit ist es halt echt nicht das, was ich hier brauche. Okay, diese drei sind wieder zurückgekommen. Und wir können jetzt Chaosschlinger beschwören. Volkstransformation. Neue Reichsentwicklung. Oh, wir haben jetzt Zauberaffinität. Okay. Woher auch immer ich das jetzt bekommen habe. Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Aber ich hab's bekommen. Was ist das? Ja, das ist halt gut, wenn ich wirklich drei Städte habe und alle nochmal Bevölkerung Ding geben möchte. Aber jetzt aktuell noch nicht. Mana kostest du, hä? Aber es ist ein Kampf-Magier-Einheit. Von daher, hier kommst du weg. In den Müll. Und erstmal beenden. Es soll danach mal weitergehen. Die neue Reichsentwicklung.
Okay, das ist an sich nicht schlecht. Ein Balor. Gleich eine Stufe 5 Einheit. Aber ich glaube, das mit der Stufe 5 Einheit nehme ich. Das ist für die Kriegsführung jetzt ziemlich gut. Okay, du kriegst noch einen Berserker. Okay, ich kann ihn beschwören. Aber ich werde natürlich gleich noch einen beschwören. Zack. Noch einer. Hier der Steinbruch. Weltzauber und Kampfzauber. Ja. Aber sowas von. Zug beenden. Geheimnisforscher. Der Vorsitzende des Rates Rasenauto trifft vor euch mit einem reich geschmückten Buch in seinen Händen. Dies, sagt er feierlich, ist das Erbe rasender Orks. In vergangenen Zeiten gerieten Völker, Könige und ganze Reiche im Nebel der Zeit in Vergessenheit. Und mit ihnen schien auch ihr Wissen verloren zu sein. Doch mit viel Mühe und Zauberhandwerk kann viel von dem, was in der Vergangenheit geriet, wieder entdeckt werden. So wie Runenschriften, die tief in die verborgenen Wurzeln dieser Welt gekritzelt wurden. Wir haben ein Lehrbuch verfasst, das nur darauf wartet, vervielfältigt zu werden und das an alle reisenden Orks der Vergangenheit studieren mögen. Ihr seid Weise, dieses altes Wissen von Rasenorgen verändern. Mal der Eule. Schattenaffität, Städte dieses Volkes erhalten 15 Wissen aus gesäuberten alten Wundern und ihren Gebieten. Städte des Volkes haben minus 20 Stabilität, wenn sich keine gesäuberte alten Wunder auf ihrem Gebiet befindet. Nehmen wir. Okay, das ist ein gefährlicher Kampf. Reichsentwicklung.
Stufe 5. Als nächstes brauche ich echt das mit den Teleportationen. Kommen sonst nicht weiter. Ja, Stufe 3. Ja, nehme ich halt das mit. Könnte natürlich hier wieder nach unten gehen. Ja, komm. Sollen sie nach unten gehen, dann greife ich halt erst die da unten an. Dann mache ich es halt erst so rum. Irgendjemand muss sich aber langsam angreifen. Nimm die Verbesserung, die macht dich erstmal stärker. Das lasse ich erstmal. Zu beenden. Mir zu Nutz soll er kommen und hier nochmal so eine Festung aufbauen, die ich dann wieder zerstören kann. Das hat auch was. Das wäre eigentlich gar nicht so dumm, wenn ich das machen würde. Okay, Weltzauber. Beschwörungszauber. Schwächung. Das sollte doch erstmal reichen. Und sollte ja wirklich erstmal reichen. Das Einzige, was ich jetzt schade finde, ist, dass ich die jetzt hier meine Helden nicht wiederbekomme, bis ich den getötet habe. Okay, neue Bibliothek. Buch der Verwüstung. Eine Schockeinheit.